Unsere Wanderung beginnen wir heute durch die wildromantische und idyllische Kundlerklamm. Wir parken unser Auto in Mühltal-Wiltschenau. Die Bummelbahn fährt von Wiltschenau bis Kundlerklamm, doch wir möchten schon ab hier zu Fuß weitergehen. Unsere Wanderung führt uns zuerst vorbei an Wiesen und Wäldern bis an den Beginn der Klammstrecke. Ja, diese Drache markiert den Eingang zu den schönsten Naturschluchten Österreichs. Er ist zugleich Wappentier, wie auch Maskottchen von Wiltschenau. Der Sage nach war die Wiltschenau einst ein See, in dem ein fürchterlicher Drache hauste. Dieser wurde von einem Bauern überlistet und daraufhin getötet. Beim Verenden biss das Ungeheuer aus letzter Kraft einen Felsen durch, woraufhin sich der See entleerte. Dies ist die Entstehungsgeschichte der Schlucht von Kundlerklamm. Unser Wanderweg führt uns vorbei an bizarren und mächtigen Felsen. Die 200 Meter hohen und steilen Felsflanken, die tosenden Wassermassen wie auch das Bachbett voller Steine geben ein imposantes Bild davon, was die Natur erschaffen hat. Nach der 3,5 Kilometer langen Klammstrecke erreichen wir das Gasthaus Kundlerklamm. Auch hier wacht ein anderer Drache über den Eingang von der zweiten Seite ins Kundlerklamm. Wir blicken heute auf einen sehenswerten Tag in der Kundlerklamm zurück.